Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und ich möchte gleich mal beginnen mit einem Videoausschnitt aus dem Video 32, den wir eben gesehen haben. Dort hatte ich ja diesen abenteuerlichen Umlenkhebel für die Weiche ganz hinten rechts gezeigt. Und das hatte ich eben jetzt auch wieder gemacht, weil da baue ich nämlich dieses Mal drauf auf. Und zwar hatte ich ja euch gezeigt, wie ich die Antriebe teilweise 40, 50 cm senkrecht nach unten auf den platten Boden verlege mit Messingröhrchen, mit Umlenkröhrchen, um das unten nachher anzusteuern. Und jetzt soll es im ersten Teil des Videos mal darum gehen, dass ich jetzt einen Teil der weichen Antriebe nun tatsächlich am vorderen Anlagenrand hingesetzt habe. Und jetzt bin ich erstmal hier an meiner Werkbank, chaotisch wie so alles bei mir hier, und habe mir das ein bisschen so ausgedacht, wie ich das da festmachen kann. Normalerweise wären die Antriebe ja, das kennt ihr ja, unter die Strecke selber gebaut und dann mit einem relativ kurzen Federdraht nach oben direkt in die Weichen reingegeben. Das ist ja bei mir überhaupt nicht möglich. Das heißt, möglich ist vieles, aber ich komme halt nicht mehr hin, wenn mal was kaputt geht. Und habe mir dann halt diesen Umlenkmechanismus hier unten ausgedacht, habe das mit einem gebogenen auch Federdraht gemacht, den ich dann praktisch angeschraubt habe an den Konrad Weichenantrieb. Und fixiert habe ich das Ganze. Man hat es am Anfang ein bisschen gesehen, wer es darauf geachtet hat. Diese kleinen Klemmen, die wir hier sehen, das sind also von den Lüsterklemmen, die habe ich halb gesägt, um damit dann entsprechend die Stangen da dran nicht zu fixieren, sondern um festzuhalten. Die werden nicht fixiert, die sitzen sogar relativ lose. Das sehen wir wahrscheinlich jetzt hier im Video noch ein, zwei Mal. Die Holzstange, die kann ich so leicht hin und her bewegen auf dem Draht. Also die Klemmen, die habe ich relativ weit weggemacht nach links und rechts. Allerdings genau so, dass die Weiche entsprechend dann oben jeweils am Gleis anschlagen kann. Also die Weichen zum. Und das kann ich ja unten ganz gut regeln, indem ich ja die kleinen Selbstbauklemmen da irgendwo, ja, ich sag mal, justieren kann, indem ich sie nach links und rechts bewege. Und dann kann ich eben auch hier unten, wir sehen es gerade, die Einstellung noch vornehmen, wie weit jetzt die Umschaltung vonstatten geht, also wie weit ich das da praktisch nach vor und zurückschieben kann. Wie auf dem Bild sieht man es ganz gut. Und wie man das da eben dann entsprechend handhaben kann. Hier sehen wir den kleinen Ritz dazwischen. Das heißt, da eben kann sich die Stange da ganz gut bewegen hin und her. Hier habe ich auf der rechten Seite mal so eine doppelte Lüsterklemme angebracht. Warum auch immer, weiß ich nicht mehr. Ist ja auch eigentlich egal. Und dadurch kann sich das alles schön frei und luftig da drin bewegen und nichts ist irgendwie straff und wie auch immer. Dasselbe ist mit den Holzleistchen. Die Kabel hier unten drunter beachtet bitte mal nicht, die bleiben dort definitiv nicht liegen. Das ist alles ja noch die Freiluftverdrahtung. Zum Teil Kabelmanagement komme ich nachher im zweiten Teil des Videos noch dazu. Aber wir sehen, dass die Stangen sich ganz gut bewegen und ich habe auch absichtlich, das wollte ich nämlich gerade sagen, die schmalen Leisten gewählt. Ja, man sieht hier schön, wie die sich bewegen können. Also das sollen die tatsächlich machen. Die sollen also ein kleines bisschen Spiel haben. Wenn die nach ein paar Jahren mal dann vorne ein bisschen ausgekaut sind, dann kann ich alles nachjustieren. Vielleicht sogar auch so eine Stange mal austauschen. Das ist überhaupt kein Problem. Da brauche ich ja bloß auf den anderen drauflegen, das Loch zu übertragen und die Sache ist damit erledigt. Und jetzt sehen wir hier schon, dass ich jetzt hier vorne beim dritten Antrieb bin. Jetzt habe ich schon den vierten Antrieb mit dabei. Das sind also die so ziemlich in der Anlagenmitte, da wo ich letztes Mal auch gezeigt habe, wo es nach oben ging. Das sind jetzt die nach vorne gehen. Wie gesagt, die Kabel unten drunter werden nachher alle nicht liegen bleiben. Jetzt beginne ich nämlich hier mit dem Kabelmanagement. Das ist nämlich eine, ich sag's mal ganz deutlich, eine Schweinearbeit. Beim Bauen, ja, da hängen die überall runter, man hat die Löcher schon durchgebohrt, man hat alles soweit fertig gemacht und und. Aber ja, jetzt kommt natürlich der ganze Aber-Effekt. Man muss das natürlich alles irgendwo verlegen. Und natürlich im günstigsten Fall so, dass nirgendwo eine Lok oder ein Waggon oder irgendwas anderes anstößt. Und man auch vor allem selber den Überblick noch behält, welches Kabel geht eigentlich wo lang. Bei mir wird also im Ganzen sowieso ein Teil der Kabel oben hier direkt unter den
Fahrbahn lang laufen und ein Teil wird unten lang gehen. Hier oben zum Beispiel läuft die sogenannte Aorta, die ich dir so nenne, wo dann die Hauptstromleitung lang geht für die Gleise, wo die immer angezapft werden. Da kommen wir aber auch nachher noch zu, glaube ich zumindest, will nicht falsch erzählen, aber das kriegen wir alles noch hin. Und auch die Untergrundbeleuchtung, das sind die gelb-braunen Kabel bei mir, die dann im Grunde genommen damit durchgehen und dann an die jeweiligen LEDs sich dann aufteilen, sodass ich bei Bedarf eine Beleuchtung unterhalb der Platte halt habe. Und ja, was mache ich jetzt hier? Irgendwelchen Quatsch zusammenleimen? Naja, nicht wirklich. Das ist also nur ein Beispiel von einem Kabelhalter Holzdingens, was ich also mir da irgendwo zusammengeschustert habe. Das muss auch nicht wirklich schön sein, es muss halten. Das wird nachher unter die Platte geklebt. Wir sehen es nachher noch in dem Foto, wo das Ganze sitzt. Das ist wirklich nur mal ein Beispiel, weil, ja, was zeige ich euch? Soll ich euch so eine 25-säcke Dinger hier zeigen, die ich da zusammengeklebt habe? Das will kein Mensch sehen, deswegen habe ich bloß mal einen mal aufgenommen, damit man das mal sieht, dass man das schön alles selber machen kann. Macht ja wahrscheinlich ja selber auch alle. Und ist ja auch egal. Ich habe es jedenfalls bei einem mal hier mit bisschen doppelter Geschwindigkeit mit reingebracht, dass wir das kriegen, weil, naja, muss halt gemacht werden. Und das ist ziemlich aufwendig, das Ganze. Und muss ja auch gut funktionieren. Und dann wird auch hier ein bisschen rumgefeilt noch, dass man sich nicht sinnlos Splitter einzieht, dann, wenn man da was macht. Naja, das brauche ich keinen weiter zu erklären. Das sieht man ganz gut selber. Aber eben, wie gesagt, das ganze Kabelkramzeug, was unter der Platte ist, ich kann es ja nicht so schön machen wie Menschen oder wie Modellbahner vielleicht von euch, die unter ihrer Anlage liegen können. Und das ganze Kabelwirrwarr da unten drunter schön in Buchbinderrücken verlegen können. Das geht ja bei mir nicht. Ich brauche es ja nicht in jedem Video neu zu erwähnen, dass ich nichts unter der Anlage bauen kann. Also muss ich mir irgendwas immer einfallen lassen. Das heißt, wichtige Kabel, hier sehen wir es, da hinten habe ich den Ding angebracht, was ich da mache. Wichtige Kabel zum Beispiel, wie man hier diese dicken roten und sowas sehen, die sind natürlich alle dann relativ weit hinten verlegt, wo ich nicht mehr ran muss. Und alles, was empfindlich ist, das heißt, was Platinen sind, was die weichen Platinchen dann, die reinkommen und. Hier sehen wir das Chaos oder der Platte übrigens mal noch, was ich jetzt am Beheben bin. Und wie gesagt, alles, was Sachen sind, die öfters mal getauscht werden können müssten, feines Deutsch, die kommen alle nach vorne. Da komme ich aber nochmal dazu im nächsten Video. Da geht es natürlich jetzt immer weiter, weil das ist natürlich eine Sache, die muss jetzt hier irgendwo mitgemacht werden und ohne wird es nicht gehen. Und ja, ich denke mal, bei der Sache werden wir es erstmal belassen. Das heißt, die Weichenantriebe haben wir gemacht, das Kabelmanagement habe ich jetzt angefangen. Und nun gut, wir warten ab, was passiert. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du dir dieses kurze Update, was vielleicht auch nicht so interessant war, ich weiß es nicht, angeguckt hast. Und dann sage ich, beim nächsten Mal sehen wir uns mit Sicherheit wieder, zumindest von meiner Seite. Dann sage ich, mach schön gut dein Aquapainter AK Uli. Tschüss.